So, zwei Kampfläufe. Noch ein Kampfläufer. Unten sind die beiden Kampfläufer, ne? Ich glaube, dann baue ich mal den Slow aus. Ja, ich meine, jetzt haben wir genug Blöcke, um darüber zu kommen. Sechs Stück haben wir nicht. Wie? Doch, haben wir. Warum? Wenn wir das hier abbauen und hinten die Trenchen nochmal, die brauchen wir dann nicht mehr. Soll ich nur auf die rechte Seite konzentrieren mit Angriff? Dann sollte das passen. Das können wir machen, ja. Obwohl es muss irgendwie einen besseren Weg geben zu leiten. Man muss sie irgendwie noch länger leiten können. Hä? Wie meint ihr das? So wie letztes Mal. Wie haben wir da geleitet? Unten lang. Ja, hier so, ne? Das ging ja aber viel kürzer. Wir haben ganz anders geleitet übrigens. Ja. Ja, ich weiß, wir haben geradeaus durchgeleitet, aber das macht irgendwie mehr Sinn, finde ich. Ich? Inwiefern sollte das mehr Sinn machen? Damit verbrauchst du sau viel Platz. Ja, und brauchen wir doch eh nicht. Wir sind auch eh nur auf der einen Seite. Also brauchen wir so weniger Türme. Weniger? Nee. Doch. Türme? Zweifel ich. Kürzerung zwischen zwei Punkten. Eine Gerade, kein Winkel. Es reicht trotzdem nicht. Wie viele fehlen nur noch uns zwei. Noch? Weil sechs haben wir hier hinten noch stehen. Ja gut, dann machen wir es so wie du, aber dann reißen wir die Wand hier auch ein. So, theoretisch. Was ist der Unterschied? Auch wenn der Weg jetzt ziemlich abstrus ist. Ich bezweifle, dass das wirklich eine gute Raumnutzung ist. Aber das wir haben ja schon. Auch, ist es nicht, wie gesagt, da hinten den Raum nutzen wir ja vernünftig. Hier links, das ist ja. Autsch. Solange wir keinen abgeschirmt ist, ist es kein Problem weiter. Halt wirklich, wenn der Boss wieder kommt, ne? Dann müssen wir auf jeden Fall umbauen. Das regt mich auf. Was denn? Dass wir umbauen müssen oder wie? Nee, dass ihr keine Y Achso. Teile einfach bauen könnt. Genau wie hier auch. Aber ich schneller. Eben. Aber wir können da jetzt nur noch einen Weg runterbauen. Das reicht. Wir können den Weg hier gerade ausbauen und dann. Und wenn wir hier angekommen sind, dann können wir hinten ja wieder ein Stück zurückbauen. Eben, dann haben wir wieder mehr Türme. Dann können wir hier auch so einen Winkel reinsetzen, dass es wirklich weg geht. Ich überlege, wir können das aber auch jetzt schon ein bisschen bauen, dass wir ein bisschen mehr Platz hätten da. Ja. Ja, klar, wir können es jetzt schon stark mehr Platz kriegen. Indem wir die ganzen einfach die Schräge folgen. Ja. Machen wir das, gut, das war jetzt von hinten aufgezäumt. Mach du das. Mach ich das. Perfekt. Sieht besser aus, ja. Ansonsten können wir am Ende sogar noch mehr Platz kriegen, problemlos. Ja, wenn wir jetzt hier die Schräge. Ja. Oder was meinst du? Oh Gott. Da hinten zumachen, ja, klar. Genau. Hier. Lass uns das mal gleich machen. Für hinten zumachen brauchen wir gerade mal zwei. Ja. Hier brauchen wir auch noch zwei, also. Mal wieder einen mehr. Oder ne, haben wir nicht. Doch, einen mehr.
Jetzt haben wir da wieder ein bisschen mehr Platz, in dem wir hier rausziehen können dann. Und wir können sie noch hoch in die Ecke da ziehen. Tun wir es jetzt gleich, oder? Was, hoch in die Ecke? Nee. Ach, stimmt, wir können einfach mit dir durchmachen, das ist 3 breit, ne? Das ist 3 breit, ja. Wir können ist hier geil. Oben noch durch. Gut, das wir haben genug gut. Platz für ihr Weg. Ja. Für ihr Weg. Ja. Ja, wunderbar. Machen wir hier eine weitere Trenche rein, oder? Lass uns gleich links gehen. Nee, also es würde gehen, wenn man bedenkt, dass wir jetzt eventuell so, dass wir dann hier absperren noch. Dann haben wir hier so eine kleine Schneise noch drin. Ja, hier ist ja auch teilweise 3 breit. Also da können wir schon Trenche nochmal machen. Warte mal, so, nee, so geht das nicht. Das war der Gedanke, dass man das so und dann kann man, da hat man jeweils so ein Stück weit. Also wenn ihr den Platz nutzen wollt, dann müssen wir die Wand hier 2 nach links verschieben und hier dann kleinere Aneckungen machen. Praktisch, dass sie nicht mehr vertikal, sondern horizontal laufen. Was? Mhm. Das können wir machen. Dann machen wir so eine Zickzacklinie einfach draus, ne? Genau. Ja, dann mach das mal. Oh, stimmt. Okay. Also so wie es wenigstens möglich ist, ne? Weil ich jetzt Zickzacklinie macht da mehr Sinn. Das ist ein längerer Weg. Optimale Platzausnutzung. Ja gut. Dann machen wir es halt so. Halt hier jetzt laufen. Warte mal, geht das überhaupt auf? Ein Stück weit wenigstens. Ja, es geht perfekt auf. Das ist die perfekte Platznutzung. Ganz ehrlich, okay. Ich mach es jetzt nur vorerst, bis wir das ein bisschen umbauen. Die werden 2 lang, ne? So. Ja, genau so. Yay! Jo. Warum hast du mir 1000 Punkte gegeben? Weil ich 3000 hatte. Da kann man sogar hier nochmal einrücken. So. Müssen sie einen Block mehr laufen. Ja, das wäre mein nächster Gedanke gewesen. Klasse. Das wird super, wir werden das trotzdem irgendwie... Ich habe dieses tolle Gefühl, dass wir es trotzdem verhauen werden. Ja, aber das Coole ist, hier können wir dann wieder ansteuern. Oh. Aber erst später. Ja, später. So, allerdings können wir hier dann die Amps und so weiter nicht ganz so gut nutzen. Doch. Können wir auch. Besser sogar. Trenchen. Ja, ja. Viel besser. Hm. Muss dir vorstellen, da wo jetzt mein, mein Raketenturm leuchtet, da kommt ja noch was hin. Da wo und ich meinen Amp jetzt hinhau. Achso, jo. Ja, da auch. So, ne, so ist das einfach. Man hat hier immer so ein... Diese ganzen U-Kurven hier. Das ist ein Riesenradius. Wenn man hier eine Ampel hinstellt, überdeckt es die ganze Fläche hier. Ja, machen wir es doch direkt mal. Kann man jetzt hier den einen Turm nehmen? Ja, kannst machen. Ja. Was ist die Range von dem Teil gerade? Noch 1,75, aber die geht hoch auf 2,5. Kann ich dann hier eine Gatling hinstellen? Jo, mach du mal. Ja, doch, das passt gut. Jetzt müssen wir halt nur unsere ganzen Türme hier reinbauen. Das ist ja kein Problem weiter. Ich würde sagen, das sollte jetzt nicht das Problem darstellen. Könnten ja auch eigentlich... Ne, Gauss, glaube ich, macht hier keinen Sinn. Noch nicht. Noch nicht, ja. Ich pack mal Slower hier irgendwo, genau, hier wo die Trenchen sind, kann auch später ein Slower hin, das wird super. Jo. Der Slowt in dem Bereich, wo der drin steht, ne? Mhm. Ich überlege gerade, aber ich glaube, hier so, hier macht es mehr so. Ich dachte, wenn man es hinter die Amp stellt, weil der Bereich wird ja was größer, dann ist da, wo alle Türme verstärkt sind, sind die Gegner am langsamsten. Mhm, stimmt schon, ja. Wir können jederzeit umbauen, also. Ja, ich baue noch den so.
oben Turm hin. Wir haben es ja schließlich. Ja. Wir haben es ja schließlich. Ich brauche einen Raketenturm. Mach und ich necke aus. Ja. Ich einen Blitzturm, der kommt aber erst später. So, und schon haben wir alle Türme auf 3. Was? Nicht auf mich drauf, nein. Raketenturm dahin. Boah, die kann man sogar jetzt noch in die Amp stellen, die Gauss. Geil. So, Level 2 ist es schon mal. Ist schon wieder rundum so ein kleines Sonartürmchen am Rand hat. Ich mitdreht. Wollen wir die Gauss noch 3 machen? Oh ja. Da hast du, wieso liegen die hier ins 2? Was ich gerade merke. Minen brauchen wir später nur an einer Stelle noch, ja? Was? Ich merke gerade die Minen, die hier hinten an der Ecke alle liegen, die nehme ich mal so ein bisschen mit jetzt gerade wieder. Mhm. Platziere die mal weiter nach vorne. Ah, ich overcharge die Arm. Das, ja, gut. 87. Und man kann mehr als 5, Dings gleichzeitig tragen. Auch wenn, immer nur 5 angezeigt werden. Okay. Jetzt auch neu. So gut. Der erste wird dann größer. Ah. Dynamisch. Praktisch. Gut, gut, Zukunft. Tja. Ich musste einfach alle mitnehmen. Ja, Beschädigung. So, und jetzt platziere sie auf deinem Kopf. Nein. Ich platziere die jetzt alle hier in dem Bereich. Okay. Und schöne Mixtur. Da macht es wieder keinen Sinn, glaube ich. Die streuen ein bisschen die Gegner. Ja. Das macht ja schon Sinn. Okay. Meinst. Wenn wir die alle auf einen Platz stellen, dann kommt ein kleiner Gegner und zerfetzt sie alle. Eben. Ist auch nicht cool. Stimmt. Das wird hier auch in etwa so sein, aber ich find's hübsch. Okay. Wir sind schon bei Welle 5, sehe ich gerade. Jo. Läuft gut. So. Das Schöne ist, wir müssen jetzt nirgendwo mehr hinlaufen. Die kommen alle jetzt hier vorbei. Ja. Ich habe noch 80 Punkte. Haben wir noch was zum Upgraden? Also ich spare mir meine Punkte gleich für einen Blitzturm. Dann overcharge ich die Amp. Puh, okay. Komm, das macht Sinn. Ah ja, warte mal. Eigentlich die... Gauss auch schon... Ja, Gauss einfach auch schon auf Level 3. Krass. Ja, das ist alles Level 3. And then, let's go. Shit. Oh, warte mal, ich glaube, diese Runde kommt Fliege. Wenn ich mich nicht vertan habe. Kommt nicht mehr. Doch. Geh drauf. Ja, ich mach. Ja, geht eh mal drauf und ich mach hier einen Kampf. Zwei Kampfwerfer hier drauf, komm, helf dir mit. Okay. Beziehungsweise ich elektrisiere deinen Rücken. Dass ich ein Stück größer bin als du. Oh, das geht aber super. Nächster. Oh, na. Überall. Ich kann eigentlich nicht zielen. Jetzt Sniper wird ungünstig. Oh ja.
Und mein Verpflichtung ist, dass ich direkt hier reinpacken kann. Am Sterben. Nice. Ich hab doch mal Pfeil super in mir. Zeitlimit. Ein paar blöde, langweilige Schweber. Boah. Das ist eine simple Runde. Ja. Da. Ja, danke. Ich nehme schnell die Minen mit. Ja, ich nehme die auch, meine Fresse. So, ihr auch Zickzack? Könnte ich mal machen. Scheiß drauf, würde ich sagen. Okay. Haben wir noch irgendwas? Bauen wir den Blitzturm auf, ansonsten, ich glaube nicht. Nee. Ja, dann behalte ich die Kohle mal dabei. Dann gehe ich mal nach oben hier, ne? Und halt mir ein bisschen vom kleinen Vieh ab. Interessante Musik übrigens. Boah, richtig geile Musik. Das haben wir übrigens schon mal gesagt. Komm, der war fast tot. Doofe Schwebe. Ui. Einmal habt ihr den Map. Ah, da kommen die erst mit den kleinen Viechern. Oh oh. Am Kern, am Kern. Oh oh. Der Kerl hat auf mich losgegangen. Ist auf mich losgegangen. Hast geschafft, exakt die Barriere zu überspringen mit dem Sprungangriff. Ja. Ja. Das ist blöd, ja. Kein Problem für unseren selbst heilenden Kern. Ja, stimmt, der ist wieder voll. Ach, ja, war ja ein Krieger. Aber jetzt kommt da nur raus. Stimmt einfach. Kommt er jetzt? Ja, jetzt kommt der Boss. So, und wollen wir gleich mal nochmal eine Gauss bauen? Ja. Von durch ist es doch mal die ganzen Y-Dinger stopfen. Weil der dann ja mehr zum Zuschlagen hat. Dementsprechend mehr Zeit braucht. Stimmt. Hier kommt eh nur der Kerl raus. Dann leg ich doch hier schon mal Minen hin. Also die zweite Gauss, die braucht noch 200. Ja, ich bezweifle, dass die Minen durch viel gegen ihn drin. Ja, klar, die machen ihm genauso viel Schaden wie jedem anderen Gegner. Die machen sie ihre 8000 Schaden mit drüberlaufen und das ist doch super. Okay. Da hinten ist noch ein Y. Hier. Ich kann ja einfach alle nochmal hier vorlegen, vor den Kern, das ist mir auch recht. So, da er eh über hier durchklagen kann, packe ich die auch mal wieder hier so hin. Ja. Wollen wir eine ACP? 200 finde ich aus. Ja, ja. Wir haben 903 Punkte, also. Wieso so schräg? Weil jemand wahrscheinlich einen Overcharge ungerade gemacht hat. Stimmt, ja. Ja, 667. Hm. So, was war? Das war wahrscheinlich Markus. Ja, mit voller Absicht. Wie immer. Wann ist es bei dir mal nicht Absicht, ist die Frage. Hm, das ist eine gute Frage. So, packst du das mal noch in den ACP rein? Moment. Die Flasche wieder wegstellen. Mhm. Gut.
Obwohl es ja jetzt schon irgendwie unprofitabel ist, dass der Typ jetzt alles zerstört und dann kommen noch Mobs. Ja, der kommt ja glaube ich erst recht weit zum Schluss. Aber das was man das wirklich klein kann, den kann man wirklich mit der Hand auch erledigen. Der Boss kommt zuerst. Sofort. Und der kommt rechts. Natürlich kommt der rechts. Rechts! Das heißt, die Mobs haben einen riesen Abriss. Yeah. Ja, ich sag, der Plan los. Hätte jetzt ein bisschen was runterzählen können. So wie allgemein bis das Brot senken. Und er ist schon auf der Hälfte, hallo. So. Easy ist das. Ja, dann lass den mal hier hinten kochen. Boah, wenn man den schwachen Punkt trifft, ist der wirklich langweilig. Tot. Toll. Ja, okay, die Mobs haben keine große. Das ist schön. Alles gut gelaufen. Ja, perfekt eigentlich. Kern ist noch komplett. Na schön. Ja, der war auch, glaube ich, gar nicht beschädigt, ne? Kein einziges Mal. Ja, funktioniert super. Gut. Ist die Frage, lassen wir die Y-Dinger drin oder nehmen wir die wieder raus? Die nehmen wir wieder raus, solange kein Boss kommt. Okay. Kann man den Pfad hier länger machen? Ja, stimmt. Aber dieser Boss, der ist wirklich wie so ein kleines Kind. Ich folge dir. Ja, das sind die aber alle. Oder zumindest der hier und der Kolossus. Der Schwerekönig, weiß ich gar nicht, ob die das auch so macht. Die macht das so halb gezielt. Weißt du da? Ich mal, gib uns noch mehr Platz. Aha. Was brauchen wir denn? Keine Ahnung. Es sieht aus, als wäre es besser nutzen und das finde ich gut. Okay.